Dienstagabend, herzlich willkommen zur Dinnerparty in Sat 1. Mein heutiger Gast, den kennen Millionen von Zuschauern als kleines fieses Ekelpaket von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Von Montag bis Freitag ist er der Anwalt Dr. Joe Gerner und ich freue mich aber auf den Mann hinter der Figur, Schauspieler Wolfgang Barrow. Die Schauspielerei besteht ja nicht nur aus Fernsehserien. Ja? Die Schauspielerei besteht aus Theater, aus Hörspielen, aus Synchron. Das müsst ihr aber lernen. Meine Eltern waren davon überhaupt nicht begeistert, als ich sagte, ich will Schauspieler werden. Wir möchten gerne die CD, die gestern bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten der Dr. Gerner gesungen hat. Dr. Gerner? Moment mal. Gerner. Nee, haben wir nicht. Wolfgang, wie schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Und auch ich bin eben gerade in die Gerner-Falle getappt. Als wir uns draußen zum ersten Mal gesehen haben, dachte ich, da ist er wirklich. Man, wie lange spielst du diese Rolle seit? Seit 26 Jahren. Seit 6. Ja, ja. Und es passiert wahrscheinlich nicht nur einmal am Tag, dass jemand sagt. Ja, ja, natürlich, klar. Die Leute reden mich auf der Straße immer mit Joe Gerner an. Also meisten. Inzwischen hat sich's ein bisschen gegeben. Manche kennen auch meinen richtigen Namen. Sehr gut. Kommen die auch mal und wollen dann so rechtlichen Beistand haben? Gab's auch schon. Wirklich? Ja, ja. Ich wurde auch schon von der Polizei angehalten und als der dann feststellte, der Polizist, dass hinten mein Rücklicht nicht funktionierte, ging er ums Auto raus und sagte dann, sagen Sie mal, Sie als Rechtsanwalt, Sie müssten doch eigentlich wissen, wie die Straßenverkehrsordnung ist. Also das. Wirklich? Gab's also auch schon. Wir haben uns für einen Rotwein entschieden, ne? Ja. Gut. Ich habe auch gehört, du sollst tatsächlich mal in Russland angesprochen worden sein. Genau, auf dem Nevsky-Prospekt. Das war in St. Petersburg. Da kam ein junger Mann auf mich zu und sagte, Dr. Gerner, was machen Sie hier in St. Petersburg? Ich sage, woher kennen Sie mich denn? Na, habe ich gelernt Deutsch mit Ihrer Serie. Und du warst etwas beeindruckt. Wenn man diesen Job 26 Jahre macht, ne? Sehr gut. Es ist gut gegangen. Wenn man ihn 26 Jahre macht, diese Figur Dr. Joe Gerner, wie oft hätte die sterben sollen in der Zwischenzeit? Oh, das kann man gar nicht sagen. Also das, es haben viele versucht, ihn umzubringen. Es hat keiner geschafft. Das letzte war ja lebendig begraben, ja, mit einer Schusswunde. Also und da war es wirklich so, dass die Leute dachten, jetzt ist vorbei. Aber er hat es trotzdem überlebt. Da gab es im Internet sogar richtige Aufstände, lass den Gerner nicht sterben. Genau, ne? Ja, ja. Also er ist sehr beliebt, trotz seiner ganzen Fiesigkeiten. Und angeblich soll er 200 Jahre ins Gefängnis müssen, wenn alle seine Sachen aufgedeckt werden würden, die er mal so begangen hat. Was war das Übelste, was der Gerner jemals angestellt hat? Also was ich persönlich als Übelstes empfunden habe, war, dass er seiner Frau damals versucht hat klarzumachen, dass die gemeinsame Tochter entführt und umgebracht wurde. Das fand ich eine ziemlich fiese Nummer. Auf die Fiesitäten? Ja. Aber die Leute lieben diesen Gerner nach wie vor, ne? Ja, absolut. Weil er hat ja auch ein bisschen Charme und er ist eigentlich so ein schlechter Kerl nicht. Also er schlägt zwar immer wieder zurück, wenn man ihm irgendwie an den Karren fährt, aber eigentlich reagiert er nur. Er ist ja nicht so jemand, der aus Boshaftigkeit irgendwelche Sachen macht, weil es ihm Spaß macht, anderen Menschen zu schaden. Sondern er macht es einfach, weil er dazu gezwungen wird in gewisser Weise. Wenn ihm jemand etwas antut, dann haut er zurück. Die Verhältnismäßigkeit der Mittel ist vielleicht ein bisschen fragwürdig. Aber ansonsten. Wir sind uns einig, man könnte es auch sympathischer machen. Ja, könnte man. Aber seit 26 Jahren spielst du die Rolle und ein Ende ist nicht in Sicht, denn du hast bei RTL gerade erst wieder für viele Millionen Euro unterschrieben. Ja. Bin über die Millionen gestolpert, aber sonst. Ich musste mich erinnern an eine Situation. Ich habe GZSZ damals, als das losging, so Mitte der 90er, Anfang der 2000er, wirklich jeden Abend geguckt und du saßt doch auch mal im Rollstuhl, oder? Ja, ja. Und zwar relativ lange. Das war auch nicht eine unkomische Geschichte. Gerner hat ein Altenheim bauen lassen und geht dann mit dem Bauleiter durch dieses Altenheim im fünften Stock. Und dann sagt der Bauleiter, wissen Sie, Sie hätten ruhig ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen können. Ja, das ist alles marode, das ist alles billigster
billigster Boden und so weiter, billigster Beton, das kann Ihnen jederzeit einfallen. Und dann sagt Gerner, ach Quatsch, die alten Leute bewegen sich doch hier überhaupt nicht mehr. Und dann tritt er zum Beweis so richtig auf diesen Boden und da bricht der Boden ein und er stürzt 3 Stockwerke in die Tiefe. Und sitzt dann im Rollstuhl? Und sitzt im Rollstuhl. Und zwar so, dass der Zuschauer gedacht hat, der sitzt sein Leben lang jetzt im Rollstuhl. Genau. Aber nicht ein Dr. Joe Gerner ist aufzuhalten mit einem Rollstuhl. Nein, der ist dann mit dem Rollstuhl, weil er eben damals seinen Sohn, entführen ließ. Weil der sollte eigentlich zur Adoption freigegeben werden von der Mutter. Aber Gerner ließ dann seinen Sohn entführen, weil er sich natürlich um seinen Sohn kümmern wollte. Und bei dieser ganzen Aktion fährt er mit seinem Rollstuhl, weil der Kinderwagen fängt plötzlich an loszurollen in einem Parkhaus nach unten. Er mit dem Rollstuhl hinterher, ein Auto kommt mir entgegen, er rast in dieses Auto und muss operiert werden. Und da entdeckt der Arzt bei der Operation, dass so ein großer Knochensplitter auf dem Rückenmark gelegen hat, den man vergessen hatte rauszunehmen. Und man nimmt diesen Knochensplitter raus und Gerner kann wieder gehen. Warst das auch du, der damals ein bisschen gesagt hat, Freunde, ich habe mich wund gesessen, darf ich mal wieder laufen? Nee, ich fand das eigentlich ganz angenehm, weil du musstest dir keine Bewegungen merken und so weiter. Der Regisseur hat sich da hingeschoben, wo der dich haben wollte und das war's dann. Du hattest immer einen Sitzplatz, während andere Kollegen stehen mussten. Also es war eigentlich angenehm zu arbeiten. Aber könnt ihr da mitreden bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, dass ihr sagt, na Freunde, das ist jetzt vielleicht eine Spur zu übertrieben? Ja. Also wir haben Mitspracherecht. Es ist auch so, dass wir jedes Mal nochmal die Drehbücher durchgehen und gucken, wo stimmt was, wo ist da vielleicht... Es kann ja auch immer wieder passieren, dass die Autoren was übersehen haben oder falsch verstanden haben. Und keiner kennt seine Figur so gut wie der Schauspieler, der sie spielt. Und wir können auch schon mal sagen, also diese Geschichte ist jetzt absurd oder da kommt, ey, das geht nicht, das ist unglaubwürdig oder das macht die Figur unglaubwürdig und so weiter. Und dann wird das dementsprechend geändert. Das Tolle ist, du bist so viel mehr als Dr. Joe Gerner. Wir müssen gleich in Ruhe beim Essen über deine Anfänge sprechen, weil die sind ja wirklich auch... Glaubt man gar nicht, wo du mal angefangen hast mit diesem künstlerischen Job. Tapas hattest du dir gewünscht. Genau, spanische Tapas. Ich habe alles aufgestellt, was der Spanier um die Ecke hatte. Okay. Wir haben Albondigas, Datteln im Speckmantel. Wir haben die natürlich fantastischen... Pimentos de Padrón. Wir haben Gambas, wir haben Oliven. Der Wunsch war nicht die schwarzen Oliven oder hättest du die auch genommen? Also ich mag die grünen lieber und Boquerones. Ich bin wirklich so einer... Eine schwarze Olive auf gar keinen Fall. Mhm. Diese grünen, ja. Ganz andere Welt. Wunderbar, dann greifen wir mal zu. Darf ich die Datteln im Speckmantel wegessen? Nein. Die sind am leckersten. Ne? Aber warum hast du dir Tapas gewünscht und nicht sowas wie Berliner Leber? Erstens mal, weil ich dachte, wenn wir reden und essen... Da kann man immer mal so picken und mal schiebt mal das rein und mal das. Bei einer Berliner Leber, da muss man schon dabei bleiben, sonst macht das keinen Aber Spaß. Aber auch lecker, oder? Ja, natürlich, ja. So, was haben wir hier? Hier haben wir fiesen Fisch. Ja, fiesen Fisch, Macarrones. Und natürlich, was wäre die spanische Küche ohne ein bisschen getoastetes Baguette? Okay. Mit irgendwas Gemüsigem drauf. Das sieht aber mehr aus wie die Italiener. Aber du. Die Gastronomen im Jahr 2019 sind sowas von flexibel. Ich glaube, der hätte tatsächlich auch noch Gyros gehabt. Aber. Naja, warum nicht? Auch gut. So. Du bist. Das ist die Abteilung hier Frittierfisch, ne? Mhm. Ich mag das. Diese Sardinas, also Boquerones heißen ja. Mag ich sehr. Bist du oft im spanischen Raum unterwegs? Also. Ich habe eine. Reicht schon für ein Häuschen auf Mallorca? Also Mallorca ist mir zu überlaufen. Da würde ich zu viele Leute treffen, die gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken. Und dann ist der Urlaub vorbei. Ja, das wird dann schwierig. So. Mein lieber Wolfgang. Ja. Buon appetito. Buon appetito, das ist zum einen. Und zum anderen hast du das gemacht, was all unsere Gäste machen. Vor der Sendung sich noch mal einmal intensiv mit dem eigenen Leben auseinandersetzen. Ich habe dir hier einen Edding in die Hand gedrückt. Mhm. Und hab gesagt, zeichne mal dein Leben auf. Auf diese Lebenskurve, würdest du sagen, die ist ein Prost wert? Ja. Na dann. Prost. Spielt sich ja eigentlich zum größten Teil nur oben ab. Ja, wobei also. Es geht im Alter von 15 geht's mal ganz stark nach unten und im Alter von 20 geht's dann ganz stark nach oben. Mhm. Was war da?
Also ganz unten war, das war meine die Pubertät. Hm. Und ich wollte immer Mädchen kennenlernen. Und ja, also sich verlieben und so weiter, kennt man ja. Das war aber schwierig, weil ich war ein dicker Junge. Ich hatte damals sehr viel Süßigkeiten gegessen und war ziemlich kräftig. Und ja, und insofern für die Damenwelt nicht interessant. Und so. Das war immer blöd. Also ich stand dann immer blöd rum und während die anderen Jungs irgendwelche Mädels hatten und Freundinnen, war ich so der Außenseiter, ja. Und die Lebenskurve ging dann nach oben, weil du Fitnessstudios für dich entdeckt hast? Da habe ich meinen ersten Fernsehfilm gemacht für den Sender Freies Berlin. Verführung hieß der. Und war es das, was ich denke? Nee, nicht wirklich. Also der hieß eigentlich Niemandsland, der Film. Original. Elke Heidenreich hatte das Buch geschrieben und Verführung musste dann genommen werden, weil der im Niemandsland gab es schon. Ah. Den Titel gab es schon. Deswegen haben wir einen anderen Titel genommen. Also das war die Geschichte von einem jungen Mann, der ist arbeitslos, sucht einen Job und so. Und der verliebt sich in ein Mädchen. Und die beiden treffen einen älteren Antiquitätenhändler. Und der will noch nicht zum alten Eisen gehören und sagt, Mensch, wenn ihr miteinander schlafen wollt, könnt ihr bei mir machen. Ich habe eine stylische Wohnung und so weiter und so fort. So fangen viele Schmuddelfilme an. Ja, aber so schmuddelig war der Film überhaupt nicht. Wir sind da zwar im Bett gelandet, aber es war dann auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Also es war nicht die tolle Erfahrung. Die beide waren recht enttäuscht. Das hat anscheinend nicht so funktioniert und so weiter. Aber ich habe den Film eigentlich nur bekommen. Ich habe ja gesagt, dass ich als dicker Junge nicht so viel Kontakt zu Mädchen hatte. Mhm. Und als dieses Casting war, da war es so, da stand ich plötzlich vor lauter hübschen jungen Mädchen und wir mussten eine Liebesszene mit Küssen proben. Erste Kuss vor der Kamera? Sozusagen. Ich habe dann da richtig gezeigt, so jetzt darf ich mal hübsche Mädchen küssen, ohne dass ich mir eine Abfuhr bekomme. Und ich war so überzeugend für die, weil ich da natürlich alles reingegeben habe. Dass die Zunge mal so richtig durchdrehen lassen. Ja, so schlimm war es nicht, aber hat schon Spaß gemacht. Also damit ging die große Freude im Leben los mit der Schauspielerei. Im Alter von 31, 32 geht bei dir im Leben die Sonne auf. Da wurde mein Sohn David geboren. Der ist jetzt wie alt? 27. Wie oft seht ihr euch? Leider nicht so häufig. Weil? Ja. Er ist jetzt weggezogen aus Berlin und will studieren. Jugend. Naja. Was habt ihr für ein Verhältnis? Ich denke mal, wir haben ein ganz gutes Verhältnis. Also ich habe gehört, es gibt öfter Streit zu Hause. Denn du bist Star Trek-Fan und er ist Star Wars-Fan. Nein. Also er ist Star Wars-Fan. Ich bin aber auch ein Star Wars-Fan. Ich dachte, du bist Trekkie. Man kann doch nicht beides sein, oder? Das ist ein Vorurteil. Ich bin beides. Ich bin auch ein Fan von Doctor Who, den hier auch kaum jemand kennt. Also ich bin generell ein Science-Fiction-Fan. Ich mag Science-Fiction. Und wir haben natürlich, als Kind habe ich ihn reingeführt in die Star-Wars-Welt und auch in die Star-Trek-Welt. Aber er fühlte sich eher in der Star-Wars-Welt aufgehoben, weniger bei Mr. Spock und Captain Kirk. Und ich bin beiden treu geblieben. Jetzt ist es nur so, er ist nur am Schimpfen. Die neuen Filme von Disney, ach, ganz furchtbar. Und er ist wirklich, er ist da viel, viel akribischer als ich. Er sagt mir sofort, als wir in den ersten Disney-Filmen waren, das stimmt nicht, das ist doch Quatsch, da haben sie einen Blödsinn gemacht und so weiter. Er kennt sich da ganz. Und hier die neuen Enterprise-Geschichten, wie findet ihr die? Die hat er sich noch nicht angeguckt, ja. Die Discovery. Ja. Ich finde die Klingonen ein bisschen übertrieben. Also, die sind ein bisschen heftig. Auch ein Satz, den man von Dr. Joe Gerner so nicht hören würde. Ich finde die Klingonen ein bisschen übertrieben. Ja. Weil eines Tages landen bei euch noch die Außerirdischen. Oder sind sie schon? Also, wie bei Gute Zeiten. Mhm. Mhm. Nee, das haben glaube ich, unter uns hat das gemacht. Millennium-Folge. Wirklich? Da war irgendwie mal mit Außerirdischen, ja. Bei uns nicht. Wir sind bei der Millennium-Folge von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten bei Hair gelandet. Im Musical? Mhm. 2000. Mhm. Ein Typ hat
der ist in so einem Bauwagen und da sind ein paar junge Leute. Einer spielt Gitarre und spielt einen Song aus Hair. Und die haben Kekse mitgebracht. Und dann isst der einen von diesen Keksen, wird ganz beseelt und schläft ein. Ja, und war keine Prinzenrolle. Nee, nicht wirklich. Und dann, als er dann träumt er eben her. Und da sind alle Figuren von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten dabei, aber eben in ganz anderer Funktion. Also ich habe einen langhaarigen Hippie gespielt, der in der Fußgängerzone Blumen vertreibt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das glaube ich. Du bist ja, und damit kommen wir jetzt mal quasi zum Start deiner Schauspielkarriere, nach der Theater AG hast du Blut geleckt. Mhm. Schauspielerei war für dich klar, das ist meins und das soll es auch für den Rest des Lebens bleiben? Mhm. Also meine Eltern waren davon überhaupt nicht begeistert. Als ich sagte, ich will Schauspieler werden, mein Vater, Junge, wissen die was Anständiges haben? Naja, der hatte da so sind sie. Ja. Der hätte mich gerne als Beamten gesehen. Aber mich interessierte auch so Psychologie. Mhm. Und dann habe ich erstmal ein Psychologiestudium gemacht, um meinen Vater zu befriedigen. Und dann hatten wir aber noch mal eine Aufführung von einem Theaterstück, Der gute Mensch von Szechuan, von Brecht. Und da spielte ich den Flieger Yang Sun. Und in einer dieser Vorstellungen war eine Schauspielerin drin. Und die sagte danach, Mensch, Sie müssen unbedingt Schauspieler werden. Wollen Sie nicht Schauspieler werden? Ich sagte, ja, ich will schon, mein Vater will nur nicht. Da sagte sie, naja, was machen Sie denn jetzt? Ich sage, ja, ich studiere jetzt Psychologie. Also, ja, haben Sie nicht vielleicht ein bisschen Zeit? Also ich kenne eine Privatschule, eine Schauspielschule, die von der Frau Professor Dr. Professor Dannhoff. Und da könnten Sie doch parallel hingehen. Also dann bin ich mal zu der Dannhoff hingegangen. Die hat also Talent in dir erkannt. Ja. Ja. Und habe gesagt, oh Mensch, ich würde das denn auch machen, hier bei Ihnen. Dann können wir das, dass ich nachmittags zu Ihnen komme, weil vormittags bin ich in der Uni und dann komme ich nachmittags zu Ihnen. War überhaupt kein Thema. Mhm. Und so habe ich dann praktisch vormittags Psychologie studiert, nachmittags Schauspiel. Und irgendwann rief da ein Theater an und sagte, wir brauchen einen jungen Liebhaber. Da du hast aber immer diese Verführungen und Liebhabergeschichten früher gemacht, offensichtlich. Naja. War das so ein Ruf? Nee, eigentlich nicht. Und dann sagte die Dannhoff, na Mensch, dann nehmen Sie doch den hier. Und dann habe ich abends noch Theater gespielt. Und irgendwann war das doch ein bisschen viel. Also morgens dann raus in die Uni. Ich bin dann auf einen Psychologiekurs eingeschlafen und so. Und habe dann gesagt, nee, also jetzt muss ich mich entscheiden. Also ich habe meinen Vater natürlich in die Vorstellung geholt und der war dann schon angetan, dass sein Sohn da auf der Bühne steht. Und ja, gut, dann hat er zähneknirschend gesagt, naja, der macht das. So, dann ging es los. Du bist dann quasi gelernter, ausgelernter Schauspieler. Wie formuliere ich es am besten? Das sind ja nicht alle bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Mhm. Wie ist das so im Zusammenspiel? Das, also, sagen wir so. Es gibt ja, um das mal zu sagen, es gibt ja diesen Unterschied zwischen Schauspieler und Darsteller. Mhm. Darsteller sind in diesen Soaps, glaube ich, sehr, sehr viele, ne? Gerade die jungen Kollegen. Mhm. Also ich mache generell schon einen Unterschied zwischen Schauspieler und Darsteller. Und das reduziere ich jetzt nicht unbedingt auf die Soap, sondern generell auf den Beruf Schauspieler oder auf diese Sparte. Es gibt für mich Schauspieler und ein Schauspieler ist für mich jemand, der stellt Rollen dar, der schlüpft in eine Figur rein. Ulrich Noethen zum Beispiel ist für mich ein brillanter Schauspieler, der, egal welche Rolle er spielt, immer wieder unterschiedlich ist. Also, dass man denkt, guck mal an, das ist der Noethen. Ja, wandelbar, also sagt man da. Genau, ein sehr wandelbarer Schauspieler. Und ein Darsteller ist ein Schauspieler, der eigentlich immer mehr oder weniger sich selber spielt. Und das muss jetzt gar nicht mal negativ sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ein Hans Albers zum Beispiel, der blonde Hannes, der war immer der blonde Hannes und der, egal was er, ob er einen Kommissar gespielt hat oder sonst was, war immer Hans Albers. Also sind ja auch viele junge Kollegen dann bei euch, die spielen sich einfach erstmal selbst. Richtig. So ein bisschen, ne? Ja, genau. Du bist im wahren Leben alles andere als der Fiesling? Ich versuche es zumindest zu sein, ja. Ja, ist halt die Frage, ne? Du weißt ja, dass diese Sendung immer davon lebt, dass auch ein Überraschungsgast vorbeikommt. Das ist auch bei dir so. Mhm. Ich sag mal so, dieser Überraschungsgast kennt dich genauso lange, wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten schon läuft. Okay.
Und mal gucken, was der so über Dr. Joe Gerner und Wolfgang Baro sagt. Geht gleich weiter hier bei der Dinnerparty in Sat 1. Wir sind zurück bei der Dinnerparty in Sat 1. Mit meinem heutigen Gast haben Millionen Menschen schon den Abend verbracht. Es lief die XXL-Folge von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Er spielt seit 26 Jahren den Dr. Joe Gerner, ist aber viel mehr als der fiese Rechtsanwalt. Schauspieler Wolfgang Baro ist heute da. Wolfgang, nochmal. Schön, dass du da bist und schön, dass du so offen und ehrlich aus deinem Leben erzählst. Das ist ja viel mehr ist als Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, ne? Ja, ja. Allerdings. Müssen wir gleich nochmal. Du spielst Theater, hast als Kabarettist angefangen, ne? Mhm. Also im literarischen Kabarett habe ich angefangen. Also da haben wir so Kabarettrevuen gemacht aus den 20er Jahren. Mit Chansons von Holländer, Spoljanski, Nelson und so weiter. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war ein bisschen, das war so eine Zeitreise. Und das liebe ich bis heute. So. Zeitreise geht jetzt weiter, und zwar mit deinem Überraschungsgast. Ich habe es vor der Werbung schon angedroht. Der Mann, der jetzt kommt, begleitet dich in deinem Leben mindestens so lange wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Okay. Da bist du seit 26 Jahren dabei. Mhm. Ich glaube, der Mann, der jetzt kommt, ist ein Jahr älter. Es ist dein Eigenfleisch und Blut. Ach. Dein Sohn, David Baro. Ach, guck mal. Mensch. Oh, Mensch, ey. Oh, da freue ich mich, ja. Und, ist die Überraschung geglückt? Die ist da haben wir Papa geil reingelegt, oder? Ja. Weil ihr hättet euch eigentlich erst wieder gesehen in zu seinem Geburtstag am 17. Mai. Ach, Mann. Also. Setzt euch. David, ich hol dir was zu essen. Danke. Du hast sicherlich Hunger. Ja. Darfst du einen Rotwein sagen? Oder Rotwein, Wasser? Ich würde ein Wasser nehmen. Ein Wasser. Ach, das ist ja witzig. Ja, da freue ich mich. Guck mal, da habe ich deine Geburt. Da ist die Sonne aufgegangen. Oh. Er hat nämlich gerade noch ganz traurig erzählt, dass ihr euch nicht mehr so oft seht, weil du ja zu Hause ausgezogen bist, um zu studieren. Richtig. Und zwar nicht wie Papa Schauspielerei, ne? Nee, ich bin in den komplett anderen Bereich gegangen, in Safety und Security. Das heißt sozusagen Betriebssicherheit und Angriffssicherheit, heißt das im Deutschen übersetzt. Ist halt Sicherheitsbereich im Betrieb. Also von Gefahrstoffen über IT-Sicherheit, über Verräter, die das eigene Unternehmen untergraben wollen und so weiter. All solche Sachen lerne ich. Du verhinderst quasi die Gerners in der digitalen Welt. Genau, so ungefähr kann man das sagen. Ich habe gar kein Glas für dich. Ich bin ein lausiger Gastgeber. Und vor allen Dingen, das war auch echt eine Riesenreise. Wie bist du von Freiburg, über Freiburg gekommen oder über Stuttgart? Über Stuttgart. Mhm. Naja, David wohnt jetzt da, wo man normalerweise nur hinfährt, wenn man Skifahren will. In den Bergen? Ja, im Schwarzwald. Ach, schön. Richtig. Ja. Aus Berlin in Schwarzwald? Mhm. Frag mich auch jeder, wieso. Ja. Ist es noch gefährlicher als im Wedding? Nein. Nein, also ich muss sagen, es gibt auf jeden Fall mehr Tiere da. So, das fällt direkt auf und deutlich mehr Schnee. Also in Berlin sind wir so 5 bis 10 Zentimeter im Jahr gewohnt. Da haben wir 2,5 Meter in der Woche so manchmal. Nein, so schlimm ist nicht, aber so gefühlt geht das schon ziemlich andere Wege. Was ist Papa für ein Papa? Ui. Einfach mal frei raus, Freunde. Frei raus? Wir schlagen uns nicht wegen Star Trek oder Star Wars. Nee. Wir haben, beziehungsweise ich muss auch sagen, dass Papa mich dahingehend eher unterrichtet hat. Also am Anfang zum Beispiel war das halt nur diese Faszination, oh, Star Wars, Star Trek, Sci-Fi, die Welt so. Aber irgendwann kommt natürlich auch dann so das Detailwissen, zum Beispiel Laserschwertkampf und so weiter. Und was man vielleicht gar nicht über meinen Vater weiß, aber er ist auch ein begabter Fechter und hat mir... Mit einem Laserschwert? Mit einem Degen zuerst. Eigentlich mit einem Degen. Ich habe mal bei den drei Musketieren den Rochefort, den Mann mit der Augenklappe, gespielt. Und das ist so eine Rolle, dafür müssen viele fechten lernen, ne? Ja, da muss ich fechten. Weil sonst geht's halt nicht. Ja. Ich habe D'Artagnan jedes Mal erstochen. Und was euch beide sehr verbindet, ist die Liebe zu Computerspielen. Ne? Ihr wart zusammen auf der Gamescom, auf der größten Spielemesse der Welt. Oh ja. Wie oft ist Papa da angequatscht worden? Überraschend wenig, wenn man das jetzt so sagen möchte. Naja, die sitzen vom Computer, nicht vom Fernseher. Also. Aber witzig war, wir sind dann zu einem Kronk, heißt der? Kronk. YouTuber, kenn ich. Genau. Zu dem hingekommen und wollten ihn einfach so, also
da mal gucken. Und wir hatten die Onliner dabei, die uns begleitet haben und so weiter. Und die, der Kronk sieht mich und sagt, ah, der Held meiner Jugend, ah, und können wir ein Selfie machen und so weiter. Und da standen Tausende von Menschen und wollten ein Autogramm von ihm und er wollte eins von mir. Und da war auch David geflasht, der sagte, ey, der kennt dich? Also es ist wirklich Wahnsinn, vor allen Dingen, weil Gronkh auf der Gamescom, also die Leute, das war ein Meet and Greet, also einmal Hände schütteln und ein Autogramm bekommen im Endeffekt. Und nach einer Stunde war die komplette Schlange voll. Und das heißt, da standen 500 Menschen an. Und dass dieser Mann, der sozusagen ja auch in seiner Welt einfach ein Superstar ist, dass der wiederum ein Fan von meinem Vater ist, von Papa, das ist schon irgendwie sehr skurril gewesen. Aber auch sehr lustig. Wie war denn das für dich, groß zu werden? Ich habe gerade schon gesagt, ne, fast genauso alt wie der Job bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ja, also ich sag mal so, wenn man jünger ist, hat man da so seine Probleme, weil natürlich einfach so normale Sachen wie ins Kino gehen, das geht mit so einem Vater nicht, weil der wird von jedem angequatscht und gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen fünfjährigen Jungen vorstellt, so in der Größe, und jetzt kommen dann da ein Haufen Fans an, die den umringen und so weiter, dann steht der fünfjährige Junge nach 2 Minuten draußen, 1 Meter entfernt und sieht seinen Vater nicht mal mehr. Und das ist natürlich so eine Sache, die irgendwo schwierig war, aber man muss halt auch ganz klar sagen, dass Papa das immer versucht hat, irgendwie zu unterbinden, immer versucht hat, auch darauf einzugehen und wir daraufhin halt auch unser gesamtes Leben irgendwie oder also ausgerichtet haben. Naja, er ist dann auch manchmal dazwischen gekommen und also, das ist mein Papa. Der gehört mir. Ja, und zwar genau. Montag bis Freitag von 19.40 Uhr bis 20.15 Uhr gehört er euch. Hier im Kino ist es meiner. Ja. Okay, also das war... Da gab es einfach Momente, die haben richtig. Aber es gab auch natürlich auch total tolle Momente. Also ich sag mal so, ich habe Vin Diesel die Hand schütteln können, das auf der Premiere von Riddick. Das war für mich eins der größten Erlebnisse überhaupt. Und weil er dich mitgenommen hat. Ja, weil er mich mitgenommen hat, beziehungsweise weil er halt auch einfach da. Das finde ich auch so toll an uns, dass wir einfach so was Sci-Fi oder auch Fantasy. Da haben wir einfach so eine Brücke, die uns immer verbindet. Und es ist auch irgendwo egal, ob das jetzt literarisch ist in einem Computer. Spiel oder in einem Film, wenn die Idee oder Geschichte gut ist und uns fasziniert, dann haben wir da eigentlich immer eine Verbindung. Literarisch ist ein gutes Stichwort, denn was viele nicht wissen, es gibt viel, was man über Wolfgang Barrow nicht unbedingt weiß, was wir gleich noch aufklären werden, aber du hast auch ein Buch geschrieben und da geht es um eure gemeinsame Leidenschaft, das Daddeln oder Zocken oder das Computerspielen, weil, wie formuliere ich vorsichtig, ihr euch beide manchmal schwer tut, den Ausschaltknopf zu finden. Ja, genau. Deswegen hast du gesagt, das ist ein Thema, darüber schreibe ich mal was. Ja, und ich habe da auch drüber geschrieben, weil es war in der Zeit, als David da sehr, sehr intensiv gespielt hat, war es dann auch oftmals so, da war die Schule dann uninteressant. Und David hat sich sozusagen seine Erfolgserlebnisse darüber geholt, dass er sagte, ey, ich habe jetzt wieder so und so viel Orks besiegt. Du warst einfach drin, wie so viele andere auch. Ja. Und ich bin ein Held und weil ich diese Orks besiegt habe. Und ich habe gedacht, ja, du bist ein Held, weil du jetzt diese Orks da am Computer besiegt hast. Aber wie wäre das denn jetzt mal, wenn du diesen Orks wirklich leibhaftig gegenüberstehen würdest? Ja, also wenn da so ein 2-Meter-Ork steht, dann sieht es noch ganz anders aus. Und dann habe ich so ein Buch geschrieben, wie ein Kind praktisch in ein Computerspiel reingesaugt wird und diesen Monstern leibhaftig gegenübersteht und mit dieser ganzen Situation umgehen muss und so weiter. Das haben wir im Urlaub, wir waren zusammen auf Teneriffa und dann habe ich immer am Strand gesessen und habe geschrieben. Und da waren noch andere Kinder da und abends habe ich denen dann immer das Kapitel vorgelesen und die hörten, also es war wirklich so am Lagerfeuer, alle, oh toll und wie geht's weiter? Ja, und dann war der Urlaub zu Ende. Und dann hatte ich das Buch fertig und dann sagte meine Frau zu mir, ja, toll, jetzt hast du unseren Urlaub versaut, hast die ganze Zeit nur rumgesessen, da hast du geschrieben, ja. Ich musste die Kinder bespaßen, jetzt kannst du das Ding dann auch mal rausbringen. Das hat dann aber trotzdem noch ein paar Jahre gedauert, bis ich das rausgebracht habe und naja, und jetzt ist es... Nicht das einzige Druckerzeugnis, wo dein Gesicht vorne drauf zu sehen ist, das hier. War jahrelang der Knaller, am Kiosk gibt's das heute immer noch? Nee. Das Magazin Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. So sah Papa aus 2001.
Wo jetzt das Strassarmband von Jeanette Biedermann hin ist, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wo Jeanette Biedermann hin ist. Oder weiß man das? Na, ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Da sind ja viele gekommen und gegangen, ne? Ja, ja, das stimmt. Und zwar viele, die auch ausgestiegen sind aus der Serie und gesagt haben, ah, Daily Soap, pipapo, ich mache jetzt hier großes Fernsehen, genau. Ich mache großes Kino. Ja. Und dann ging die Tür auf der Versenkung stand. So sieht's aus, ja. Das ist leider so. Es ist so. Also, deswegen, ich habe bei vielen nicht verstanden, warum die gesagt haben, ich gehe jetzt raus und aber die sind natürlich kometenhaft aufgestiegen und an jeder Straßenecke wurden sie erkannt und die kreischenden Mädels kamen an, wollten Autogramme und da fühlte man sich natürlich als Star. Bei mir war es anders. Ich habe eben den Beruf von der Pike auf gelernt. Ich habe in kleinen Theatern angefangen und so weiter. Ich weiß, dass der anders läuft. Und dass nur weil man mal im Fernsehen groß dabei ist, dass man dann nicht der Superstar ist und dass Hollywood nicht ständig anruft. Aber naja, das kannst du tausendmal erzählen. Ich habe den jungen Kollegen auch immer wieder versucht, klarzumachen, ey, Leute, bleibt auf dem Boden, bleibt auf dem Teppich. Und vor allen Dingen... Singt nicht die Lieder von Grönemeyer nach. Das können sie machen. Olli hat... Wobei, Olli P. hat das alles sehr gut überstanden, ja, muss man dazu sagen. Absolut. Und ist ja jetzt auch gerade aktuell wieder da. Ja. Ich denke trotzdem, also da sind ja wirklich einige dabei gewesen, die mit der Schauspielerei nicht viel am Hut hatten und beziehungsweise auch schön formuliert. Und da habe ich ihnen gesagt, naja, dann nutzt doch die Möglichkeit, ihr verdient hier gutes Geld, ihr könnt hier dann euch eine Schauspielschule leisten, ihr könnt einen Schauspiellehrer bezahlen und so weiter. Versucht euch weiterzubilden. Die Schauspielerei besteht ja nicht nur aus Fernsehserien, ja. Die Schauspielerei besteht aus Theater, aus Hörspielen, aus Synchron. Es gibt so viele Möglichkeiten, als Schauspieler tätig zu sein, Kabarett machen, alles möglich. Und das müsst ihr aber lernen. Das ist nicht drin. Nur weil ihr mal vor einer Kamera gestanden habt, könnt ihr nicht auf einer Bühne bis in die letzte Reihe sprechen. Oder? Und die Verschlusslaute. All sowas. Das muss man lernen. Und ja, das haben sie aber trotzdem nicht genutzt, was ich sehr schade finde. Du hast das ja ganz clever gemacht. Du hast neben dieser Lebenskonstante Dr. Joe Gerner immer wieder Ausflüge gemacht. Ne? Du hast Theater gespielt. Ich habe ein sehr schönes Bild im Internet gefunden. Das musst du uns erklären. Das gucken wir uns mal an. Da siehst du aus wie ein... Ich sag mal so, Held der Stummfilmtage. Das bist du. Ja. Das ist Charlie Chaplin. Genau. Was verbindet dich mit dem Mann? Eigentlich, also Charlie Chaplin war das Erste, was ich an laufenden Bildern gesehen habe. Mein Vater hatte damals einen Projektor und hat, also wir hatten auch schon Fernseher. Es ist nicht so, dass ich noch in der Stummfilmzeit groß geworden bin. Aber nicht viele. Nee, er hatte nur einen, das stimmt. Und mein Vater hat, das war immer so am Wochenende das Highlight, den Projektor rausgeholt und dann wurden Chaplin-Filme, die ganzen Stummfilme, auf Leinwand geworfen. Und ich fand das toll, ich fand den super, den Typen. Und der hat mich mein ganzes Leben lang irgendwo begleitet. Also ich fand Charlie Chaplin einer der größten Künstler der Welt, die wir hatten. Auch später, als ich mich dann mit ihm intensiver beschäftigte, gelesen habe, was er noch so gemacht hat und wie seine Lebenseinstellung war, war das für mich wirklich so ein Vorbild, dieser Mann, ja, der ja wirklich aus dem Nichts kam, aus wirklich armseligen Verhältnissen und zu einem der größten und bestbezahltesten Schauspieler und Künstler der damaligen Zeit wurde. 2017 rief mich Dieter Haller von, den ich schon jahrelang kenne, weil wir mal eine Tournee zusammen gemacht haben. Wir haben die Diddy-Show zusammen gemacht, vor vielen, vielen Jahren. Das war auch Anfang der 90er. Und da hat er mir gesagt, Mensch, du, ich hätte da was, willst du bei mir Theater spielen? Ich hätte da ein Stück für dich. Und ich sage, Dieter, naja, ist ja mal ein bisschen schwierig mit gute Zeiten, schlechte Zeiten. Warte doch erstmal, was ich da so habe. Und die Haller-Form-Manier. Genau, ich habe da nämlich Charlie Chaplin. Wie Dieter? Ja, du sollst Charlie Chaplin spielen. Und da dachte ich, ja, sofort. Also keine Frage. Es war ein Stück, was er in Frankreich gesehen hatte. Und er hat es dann übersetzt. Und ich habe das Stück gelesen und war Feuer und Flamme und habe dann diesen Charlie Chaplin gespielt. Spielst du noch dieses Jahr wieder in Berlin?
Also wir haben eine Vorstellung im Herbst, also im Dezember, und wir wollen auch im Dezember auf Tournee gehen und damit dann in verschiedenen deutschen Städten gastieren und dann nochmal im Januar für eine Woche. Aber David, wenn Papa hier so mit leuchtenden Augen vom Schauspieler erzählt, ne? Das lässt dich völlig kalt? Hast du mal irgendwann mal überlegt, dass das was für dich wäre, oder? Ich habe es natürlich auch überlegt, dadurch, dass als Sohn eines erfolgreichen Schauspielers ist, glaube ich, das irgendwo schon einfach von der Erwartungshaltung der Menschen irgendwo auch in die Wiege gelegt. Aber was Papa gerade schon erzählt hat, in Deutschland ist es halt, oder muss man ja auch sagen, weltweit ist es halt einfach so, dass es gibt dann ein paar Schauspieler, die sind wirklich erfolgreich und der gesamte Rest kämpft, um zu überleben und muss dann entweder Sachen annehmen, die nicht ganz liegen, oder man hat dann vielleicht gerade ein schönes Engagement, was ein halbes bis dreiviertel Jahr hält, und danach muss man wieder gucken. Und das ist einfach ein sehr, ja, unsicherer Arbeitsplatz, den man halt lieben muss, wo man wirklich dafür Feuer und Flamme sein muss. Also aus Existenzgründen hast du gesagt, das ist es nicht? Ja, und weil ich halt nie, sage ich mal, der Schauspieler in mir war. Also. Und das mit der Existenz ist ja jetzt alles andere als übertrieben, weil es gibt, glaube ich, so den Spruch, mancher Schauspieler ist öfter auf dem Arbeitsamt als beim Casting. Weil der Klassiker ja ist, du hast ein Engagement und danach meldest du dich als Schauspieler, so bitter das klingt, wieder arbeitslos, bis das nächste kommt. Ne? Genau. Das ist ja das Tragische am Schauspieler. Es sei denn, du bist an einem Haus irgendwo in der Provinz, im Theater, im festen Ensemble, aber auch das ist heutzutage nicht mehr so üblich, weil auch viele Theater in Berlin gehen viele Theater langsam den Bach runter, können sich nicht mehr finanzieren und so weiter. Und so ist das auch im Bundesgebiet. Also ich denke mal, ein Theater heute zu leiten und auch ein Theater zu führen, ist wahnsinnig schwer. Und als Schauspieler in diesem Beruf zu leben, ist nicht so einfach. Also man muss sehr flexibel sein. Deswegen habe ich ja den jungen Leuten immer wieder versucht klarzumachen, versucht, diesen Beruf zu lernen, dann könnt ihr eben Synchron machen, dann könnt ihr Hörspiele machen, damit man sich dann immer eben von Job zu Job hangeln kann. Das ist eigentlich, da hat David vollkommen recht, das ist eigentlich der normale Beruf des Schauspielers. Man hangelt sich von Job zu Job. Selbst große Kinoschauspieler wie Moritz Bleibtreu oder so sind auch nicht rund um die Uhr beschäftigt. Also da können wir Soap-Darsteller wirklich schon von Glück reden, dass wir so einen festen Job haben. Das ist das eine, das ist das Glück. Das andere ist ja auch dieses Glück, muss man sich erarbeiten. Wie gesagt, Synchron machst du nebenbei, Hörspiele, schreibst ein Buch. Und was viele nicht wissen, jetzt wird's lustig, Wolfgang Barrow hat tatsächlich auch mal wie Janet Biedermann und wie Oli P. und wie sie alle heißen, Musik gemacht. Meine Damen und Herren, Dr. G. Ich vermute mal, das steht für Dr. Gerner. Ja. Und der Übertriebene. Lecker Schmecker, Baby. Wir sind uns einig, dass das nicht ein Hit geworden ist? Das hat aber nichts damit zu tun. Also, schuld daran war hier Charles. Charles Rettinghaus, mein langjähriger... Spar dir die Geschichte, denn wir werden diese Knallernummer, meine Damen und Herren, hören. Und zwar direkt nach der Werbung hier bei der Dinnerparty in Sat.1. Wir sind zurück bei der Dinnerparty in Sat.1. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Barrow, Schauspieler. Seit 26 Jahren ist er Dr. Joe Gerner in der dienstältesten und erfolgreichsten täglichen Serie Deutschlands. Genau. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und die große Überraschung gab es gerade, denn sein Sohn David, der zu Hause ausgezogen ist und jetzt im Schwarzwald studiert und nicht mehr in Berlin ist, hat Papa überrascht im Fernsehen. So, jetzt kommt die nächste Überraschung. Und zwar eine Überraschung für uns alle. Wolfgang Barrow, der Dr. Joe Gerner spielt, oder wie Freunde ihn nennen, Dr. G. hat auch mal Musik gemacht. Das haben gefühlt alle großen Gesichter von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gemacht. Die einen haben sich Songs von Herbert Grönemeyer gegriffen, die anderen haben sich Songs schreiben lassen. Und du hast gesagt, Rap. Das nicht, ist was für mich. Nee, ich habe das gesagt. Sondern? Der hat das gesagt. Charles Wer ist er? Charles Rettinghaus. Charles, wir kennen uns eigentlich schon seit über 30 Jahren. Wir sind sehr enge Freunde seit der Zeit. Wir haben damals zusammen angefangen im Theater Die Komödianten. Beide literarisches Kabarett. Er ist dann irgendwann in die Synchronbranche. Er hat dann... er synchronisiert Matt Damon. Er synchronisiert... nach den... Wie heißt er? Diesen holländischen...
Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme da und Jamie Foxx und so weiter. Also wirklich die Größten der Hollywood-Szene synchronisiert Charles. Und der sagte, ey, Alter, wir müssen mal wieder was zusammen machen. Und ich sage, ja, was denn? Ja, also Musik. Genau, er hatte da einen Produzenten kennengelernt aus der Musikszene. Und sagte, Alter, wir machen einen Song. Und den haben wir dann gemacht. Komm, man kann über Musik viel reden. Noch schöner ist es, sie zu hören. Wir hören jetzt also Lecker Schmecker, Baby. Muss mal gucken, ob ich dieses Ding hier an den Start kriege. Das waren die 90er? Oder wann war das? Ja. Bisschen Bumsch, laber. Bürger Lars Dietrich und Stefan Raab, oder? Genau, Bürger Lars Dietrich war sozusagen im Hinterkopf bei uns. Ja. Achtung! Das ist der Rhythmus, wo man mit muss. Let's groove, Baby! Zu fassen, Mensch, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Lenz ist da aus meinem Bester, lass dich pressen, immer bester. Komm, schlag ein, gib mir 10. Und dann feiern wir das Wiedersehen. Lass uns einen trinken, in Erinnerung versinken. Ist dir gut, ist alles klar? Na, aber ist ja wunderbar. Fehlst du chronisch noch die Schäse, voll das krasse Stand gewesen. Wohnst du noch, Oyama, in der... Wir gönnen uns den Refrain. Hast du ja schon gesehen. Das ist einer von den vielen, die von meiner Villa stehen. Aber auch ein bisschen Fantasie und die da, ne? Alles war da drin. Alles drin, Hauptsache Hit. Schmecker, Baby. Ja. Ja, das war. Dass das nie ein Hit geworden ist, Wolfgang, wirklich, also. Das lag nicht an uns. Das lag an der Plattenfirma. Die hat das versemmelt. Die haben euch gesagt, macht das mal, wir bringen euch groß raus und dann? Das Problem war Dr. G. und der Übertriebene. Weil das Ding lief sogar bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Im Hintergrund, leise im. Nein, nix da. Wir haben sogar eine Story dazu gehabt. Bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gerners Tochter kommt aus dem Krankenhaus. Also die hatte irgendwie, er hat Rückenmark gespendet und hat ihr das Leben gerettet. Er hat mal was Gutes getan. Genau, also für die Familie ja. Sowieso. Und dann kommt die wieder aus dem Krankenhaus und da macht Gerner eine Riesenfete. Und dann ruft er seinen alten Studienkollegen an, der inzwischen Musikproduzent ist, Charles. Ja. Und sagt, lass uns doch mal zusammen einen Song machen für meine Tochter. Und dann bei dieser Einweihungsfete im Lokal von Gerner treten die beiden auf. Für die Tochter. Und das war wirklich im Fernsehen. Aber jetzt kommt's. Ich bin sehr gespannt auf die Begründung. Die Begründung ist folgende. Die Kids fanden das alles super. Die wollten unbedingt diese CD haben. Rannten am nächsten Tag in den Mediamarkt oder zu irgendwelchen anderen Firmen und sagten, wir möchten gerne die CD, die gestern bei gute Zeiten, schlechte Zeiten der Dr. Gerner gesungen hat. Dr. Gerner? Moment mal. Gerner. Nee, haben wir nicht. Wolfgang Barrow, der heißt ja Wolfgang Barrow. Wolfgang Barrow? Haben wir nicht. Hätten die mal gleich nach Dr. G. gefragt. Wenn die nach Dr. G. und der Übertriebene gefragt hätten, sie sie bekommen. Aber war nicht. Das war der große Punkt. Hast du das damals mitgekriegt, David? Ist Papa verzweifelt nach Hause gekommen? Verdammt, es wird kein Hit. Also ich kann mich echt noch daran erinnern, dass das dann zu Hause lief. Die damaligen Zeit, also jeder, der 90er kennt, der weiß, dass das klang alles so. Genau, das hat sich da super eingefügt. Ja. Und aber jetzt mit der Perspektive, so 27 Jahren Abstand, sage ich jetzt mal, also verglichen mit dem heutigen Deutschrap, ist das doch in Ordnung. Liebe Grüße an Kollega, das ist das Original, Dr. G. Genau. Und wir haben einmal, wir hatten eine gute Zeit, eine schlechte Zeit, eine Autogrammstunde. Ich weiß nicht mehr, wo genau das war. Welches Einkaufszentrum war es denn? Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle habe ich Charles mitgenommen. Und da habe ich gesagt, Alter, wir singen das Ding da. Wir machen mal so für die Fans was Besonderes und singen das da. So, und dann haben wir das da live gesungen und hatten uns auch eine kleine Choreo überlegt. Und die Fans sind ausgeflippt. Das waren, weiß ich nicht, 300, die da waren. Und die sind ausgeflippt. Dachten, Zugabe. Ja, hatten wir aber nicht. Also haben wir es nochmal gemacht. Insgesamt haben wir es dreimal. Moment, hier sind doch drei Remixer auf der CD. Die hättet ihr doch durchlaufen lassen können. Wir haben dreimal hintereinander diesen Song performt. Gut. Also 1997 hast du dann, sagen wir 1998 hast du eingesehen, Musik ist ein schwieriges Geschäft. Ja. Ich weiß, war, wie gesagt, auch nicht meine Idee. Wann hast du mit einer anderen Leidenschaft angefangen, dem Sammeln? Da war ich, glaube ich, 10. 10.
Von Horst Seehofer weiß man, der hat im Keller eine Modelleisenbahn. Mhm. Von dir wissen wir jetzt, es sieht so aus. Ich glaube, wir haben die vier. So. Das sind nur Willkommen bei den Messis. Nee. Das sind nur die Marionetten. Du sammelst Marionetten. Du sammelst Star Trek, Star Wars. Ich Spielzeugfiguren. Ja, also. Warum? Alles Mögliche. Weil ich finde die toll. Ich finde das faszinierend. Das ist für mich so ein kleines Wachsfiguren. Das sind so die Comicfiguren. Also Lucky Luke, Asterix und Obelix. Sind alle schon auch geil, richtig alt, ne? Ja, da sind welche dabei, die kriegt man heute gar nicht. Und wenn, dann sind sie relativ teuer. Also die Pichelsteiner zum Beispiel. Fix und Foxy war das damals. Wir leiten hiermit nicht zum Einbruch bei Herrn Baro zu Hause ein. Das ist ein Sicherheitsglas, das ist ein Safe, da kommt keiner rein. Außerdem wäre das viel zu kompliziert, weil man das... um das irgendwie wieder zu verkaufen, um das zu Geld zu machen, muss man sich auskennen und muss man echt... Da ist die Star Trek-Crew. So, und mit diesen Figuren, David, was macht Papa mit diesen Figuren? Stehen die da unten einfach nur rum oder werden die mal hochgeholt an Weihnachten? Ja, also nicht nur an Weihnachten. Krippenspiel mit Dr. Spock. Da hat er einfach eine total coole, also ich finde das einfach eine coole Marotte. Dadurch, dass er ja wirklich flächendeckend sich diese Figuren holt, das heißt, er sieht einen Film, der Film ist gut, dann hat er die Figuren zwei Wochen später zu dem Film. Und das Coole ist, wenn er dann den Film nochmal guckt, dann holt er die passenden Figuren dazu hoch, stellt die dann dazu auf, dass das halt dann so in so einem, ja, dass die halt in einer Beziehung zueinander stehen. Damit die dann mal sehen, was sie angerichtet haben. Das ist das Sammeln bei dir zu Hause. Und dann hast du noch eine andere Leidenschaft, das Basteln. Du bastelst diese Marionetten auch selbst. Also ich habe damit mal angefangen, ein Freund von mir, also ein Schulkollege, ein Schulfreund, Thomas Rohloff heißt der, der hat damals Marionetten gebaut. Ich fand das total faszinierend. Und dann habe ich mit ihm zusammen das gelernt. Also er hat mir das beigebracht. Inzwischen hat er auch in Berlin ein eigenes Marionettentheater. Der hat dann auch fürs Fernsehen gearbeitet. Und hat einige Sendungen, so Kinderprogramme mit Marionetten und solchen Figuren, also so ähnlich wie die Muppets ausgestattet. Also der ist da total noch immer bei dem Ding. Ich habe so ein, zwei Figuren gebaut. Eine Marionette wollte ich eigentlich heute mitbringen. Die lugt da so an der Seite vor, neben dem Vogel, der große Kopf. Oh, wer ist das? Das ist ein Trinker. Der hat eine Flasche in der, und der ist aber... Prost! Genau. Ja, auch mit Mexomix. Wir haben in der Pause nachgefüllt. Wohl. Und der ist aber so groß und so schwer, dass ich den nicht mitbringen konnte. Der ist wirklich echt sehr, sehr... Also da habe ich mich verbaut. Wolfgang, ich freue mich sehr, dass wir hier heute Abend in Sat.1 diesen großen Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Fernsehabend mit dir abrunden können. Eine große Freude, David, dass du mit was, das wir Papa überraschen konnten. Wie geht dein Jahr weiter, Wolfgang? Naja, erstmal mit Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten und Ende des Jahres, so am 27. Oktober, habe ich ein neues Projekt. Am Schlossparktheater gibt es ein Stück, eine Premiere, die heißt Ruhe, wir drehen. Eine Filmcrew, die in einem Theater dreht. Und die Zuschauer, die da hinkommen, die sind auch angeregt, da mitzumachen. Also das wird ein sehr spannendes Stück. Ich spiele den Regisseur. Wird lustig. Tickets gibt es ab sofort da, wo es Tickets gibt. Wolfgang Baro und David Baro, meine Gäste heute bei der Dinnerparty an diesem Dienstagabend in Sat.1. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, hier um 0:15 Uhr. Gute Nacht.